Platz Nummer 7, Tour Los Angeles Strandpartie. Trotz der Tatsache, dass sie das Schlusslicht der drei neuen Stadtstrecken aus Welle 5 für mich darstellt, hatte ich im Vornherein zumindest etwas Hoffnung, dass die Strecke gut wird. Als man im Trailer-Material schon gesehen hat, dass die Strecke nicht mehr bei Sonnenuntergang, sondern am helllichten Tage stattfinden wird, war ich zunächst etwas skeptisch. Könnt ihr es mir verübeln? Die Tageszeit war etwas Einzigartiges. Nur Bangkok hatte neben Los Angeles noch das Abendsetting. Aber gut, wir haben nun mal Sommer und es ist eine harmlose und charmante Unterscheidung zwischen der 8 Deluxe und der Tour-Version. Außerdem hat Los Angeles nicht so krass davon gelebt wie, okay, ich komme ja schon drüber hinweg, es tut mir leid. Zudem haben die drei Versionen aus Tour so gut wie keine Überschneidungen und es war bestätigt, dass man alle drei Routen in irgendeiner Kapazität erleben würde, was schon mal für eine ziemlich abwechslungsreiche Strecke gesprochen hat. Wieso habe ich sie dann trotzdem auf Platz 7 eingeordnet? Weil ich sie nicht mag. Okay, nein, so simpel ist es nicht. Aber ich habe die meisten Probleme mit ihr. Irgendjemand muss mir zum Beispiel mal erklären, wonach es sich richtet, welche Teile der Strecke viele Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen und welche die Normal Map von Welle 1 um die Ohren geschmissen bekommen. Wir haben so einen richtig komischen Mischmasch aus einer hochwertigen Grastextur hier und den Palmen von der Kokospromenade direkt mittendrin. Vor allem am namensgebenden Strand ist mir das ein Dorn im Auge. Das Base Game hat doch vernünftige Strandpalmen gehabt. Gameplay-mäßig ist sie ganz angenehm, aber ich muss schon zugeben, dafür, dass es drei komplett verschiedene Abschnitte gibt, fühlt es sich echt sehr monoton an. Die erste Runde gibt einem ein komplett einzigartiges Feeling, weil es einen Strand in der Form nicht wirklich in den Stadtstrecken bisher gab. Dann geht's aber auf den Asphalt und ab hier gibt's halt nichts groß Besonderes mehr. Ich meine, ja, wir haben ein paar Markenzeichen aus LA, auch wenn Hollywood komplett fehlt, aber gut, das Dodger Stadium heißt ja auch einfach nur Stadium und ich meine, Hollywood, habe ich recht. Und ja, in der Vergangenheit haben andere Stadtstrecken ihre Ursprünge auch nicht perfekt repräsentiert, aber LA hatte wie gesagt drei fast komplett einzigartige Abschnitte. Hier gab es einfach mehr Potenzial, um viel aus LA rauszuholen. Stattdessen haben wir in der finalen Runde einen 20-sekündigen Ausflug durchs Inglewood-Ölfeld. Einfach ikonisch. Und der Abschluss der Strecke ist Straße. Ich bin geschockt. So ist es letztlich doch ein Nachteil, dass die Strecke ihre Tageszeit entrissen bekommen hat. Jetzt fühlt sie sich nur noch mehr an wie die anderen Stadtstrecken, die in der knallenden Sonne stattfinden. Dann kommen wir zum Gameplay, nicht zum Stadionpublikum. Es darf ja schließlich nichts geben, was nicht im Base Game drin war. Ich wurde vorgewarnt. Das Gameplay auf 150 CCM ist genießbar. Dafür, dass die Strecke bei gigantischen Kurven so sicher gehen will, dass man den Weg findet, verlangt sie einem teilweise sehr plötzliche Schlangenlinien ab. Es ist aber nichts, woran man sich nicht gewöhnen könnte. Doch ihr hättet hier nicht auch ein paar Autos rumfahren lassen können? Ich meine, ja, okay, die meisten Stadtstrecken kommen wunderbar ohne aus und wir haben mit der Mondblickstraße eine Strecke mit Straßenverkehr in der gleichen Welle, aber es parken hier ja nicht mal irgendwo Autos. Und ich denke nicht, dass etwas Verkehr wehgetan hätte, da wir mit dem Strand und dem Ölfeld ja eh schon Bereiche haben, wo nicht wirklich was rumfährt. Doch dann kommt 200 CCM und dann wird's einfach nur albern. Es ist schon heftig, an wie vielen Stellen man nur sinnlos gegen eine Wand geschleudert wird. Das grauenhafteste Beispiel ist diese Stelle, bei der man einfach viel zu hoch in die Wand fliegt. Nicht nur raff ich das nicht, weil die originalen MK8-Strecken mehr als genug Stellen hatten, wo Sprünge auf 200 CCM gezielt verkürzt wurden, um solche Fälle zu vermeiden, sondern ich raff es noch weniger, weil bei Daisys Dampfer eine ähnliche Situation vorherrscht und dort wird man automatisch an den Boden geheftet. Gut, dafür schmiert man dann trotzdem von der Treppe danach ab, also auch da ist es eher eine halbherzige Lösung, aber es ist immerhin irgendeine Lösung. Los Angeles hat direkt zwei solche Stellen hintereinander und weil ich genau weiß, dass es bei einer anderen Strecke in derselben Welle besser geht, habe ich da halt wenig Verständnis für. Außerdem ist mir dank 200 CCM erstmal aufgefallen, wie hässlich der Strand eigentlich ist, wenn man nur mal an die falschen Stellen gerät. Besonders wenn man da runterfällt, sieht es abartig aus. Auch hier muss ich wieder den Vergleich zum Cheap Cheap Strand ziehen. Schöne Farben, eine klare Grenze, ein belebter Boden, auf den man fällt. In LA solltet ihr am Strand hingegen nicht zu weit ins Wasser gehen. Nicht, dass ihr noch eine einfarbige Plastikkurve in Richtung einer einfarbigen Plastikplatte runterrutscht und Lakito dann bei eurer Rettung am Santa Monica Pier hängen bleibt. Das ist unter Welle 1 Niveau. Das macht jede halbwegs aktuelle Custom Track besser. Es ist komisch. Die Strecke ist einerseits genau das, was ich von einer Stadt erwartet hätte, aber an einigen random Stellen lassen sie es extra schön aussehen und an anderen random Stellen lassen sie es extra billig aussehen. Es kommt mir so vor, als hätten sie die Strecke eigentlich mehr auf hübschen wollen, aber dann mussten sie das ein bisschen rushen, weil Welle 5 rauskommen sollte und so ist dann dieses Ungleichgewicht entstanden zwischen akzeptablen Stellen und Stellen. Dann noch in Kombination damit, dass die Strecke sich kein bisschen 200 CCM tauglich anfühlt, kann ich mir vorstellen, dass die drei komplett individuellen Abschnitte vielleicht einfach zu viel waren, um sie in der Zeit zwischen den Wellen zu optimieren. Der Soundtrack ist voll in Ordnung. Er ist ziemlich anders im Vergleich zur Tour, sowohl auf eine gute als auch auf eine schlechte Weise. Gut finde ich die gewählten Instrumente. Vor allem das Intro vom Originaltrack fand ich immer überflüssigerweise aus der Reihe tanzend.
Lieb formuliert, oder? Jetzt in der 8 Deluxe-Komposition ist es ein richtig guter Song geworden, ohne komische Quirks. Was aber fehlt, sind die Vocals, auch etwas, was diese Strecke eigentlich besonders gemacht hat. Nachdem Amsterdam auch die Gesänge behalten hat, war es sehr schade zu hören, dass diese bei Los Angeles im Prinzip restlos entfernt wurden. Ist halt noch eine weitere Sache bei den Kursen in dieser Welle, die einfach weg ist. Ich mache zwar meine Position im Ranking nicht primär von der Musik abhängig, aber es ist nicht unhilfreich, wenn sie mir gefällt. Diese Version vom Soundtrack ist sehr okay, sie ist halt nur deutlich generischer als der Originalsong. Auch das ist eine Strecke, die sich also nicht nach oben dadurch retten kann. Genauso wenig wie Yoshi durch Lucky 2.